Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen für die Predigt beten. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Liebe Schwestern und Brüder, für meine heutige Predigt hat ein jeder von euch so ein kleines Tütchen mit einem Baum, besser gesagt mit einem Senfbaum am Eingang erhalten. Und jetzt werdet ihr euch bestimmt über meine Aussage wundern, denn es ist ja klar, in diesem Tütchen ist ja gar kein Baum. Und ihr habt natürlich mit dieser Feststellung vollkommen recht, dass in diesem Tütchen, das ist kein Baum. Denn unsere Definition, was ein Baum ist, das ist ja relativ klar. Aber ich denke, ihr wisst schon ungefähr, wo ich mit euch hin will. Denn so weit weg ist ja dieses kleine Samenkorn von einem Baum nicht. Denn einmal ausgestreut, wenn alles glatt geht, dann wird ja aus diesem Samenkorn ein großer Baum wachsen. Und es bedarf dann auch nicht mehr wirklich viel. Es muss in die Erde gelegt werden und der Rest ist Geduld und Hoffen. Aber ich denke mal, ihr seid heute Morgen jetzt nicht hierher gekommen, um von mir einen Vortrag über Botanik zu halten. Da ist sowieso meine Kenntnis echt begrenzt und da hättet ihr nicht viel davon. Ich denke eher, ihr wollt was vom Reich Gottes hören und da möchte ich euch gern was weitergeben. Und dazu lasst uns hören auf den Predigttext. Er steht bei Matthäus im 13. Kapitel und es sind die Verse 31 bis 33. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und es auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel des Himmels kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und ihn unter drei Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Der Herr segne uns dieses sein heiliges und lebendiges Wort. Amen. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was Jesus eigentlich mit dem Begriff des Himmelreichs meint, von dem er hier spricht? Für mich ist das so ein Begriff, den ich häufig so nebenbei, beiläufig verwende. Aber wenn ich denn tatsächlich mal gefragt werden würde, erklär mir mal, was ist dieses Himmelreich? Dann würde mir die tatsächliche Antwort doch echt schwer fallen. Am ehesten würden mir dann vielleicht Stichwörter, Schlagwörter einfallen, wie zum Beispiel Gottes Herrschaft, Gottes Reich, von Ewigkeit zu Ewigkeit, schon da, aber noch nicht da. Es ist im Hier und Jetzt, aber es geht noch seiner Erfüllung zu. Alle diese Worte, ja, sie beschreiben ja das Himmelreich, aber dann auch wieder nur teilweise, irgendwie unfertig. Aber warum ist das so? Warum fällt mir das so schwer, das Himmelreich mit meinen eigenen Worten zu beschreiben? Und ich denke, das liegt genau daran, dass ich selber versuche, das Himmelreich mit meinen eigenen menschlichen Vorstellungsvermögen, Gedanken irgendwie zum Ausdruck zu bringen.
Als Mensch das zu versuchen, in die Dimension Gottes auch nur annähernd zu verstehen und in Worte zu packen, das muss am Ende ja eigentlich nur Stückwerk bleiben. Und wenn ich das so mir vor Augen halte, dann stelle ich mir die Frage, gibt es denn dann überhaupt eine treffende, passende, präzise Formulierung, was Himmelreich eigentlich ist, von dem Jesus hier spricht? Und die Antwort, die darf ich euch sagen, ja, es gibt eine Antwort drauf. Und Jesus selber gibt diese Antwort. Er als Sohn Gottes hat ja Einblick in das Himmelreich. Er weiß als Einziger, wovon er spricht. Er kennt diese Dimension Gottes. Und auf der anderen Seite ist Jesus ganz wahrer Mensch. Er, der also dieses Himmelreich gesehen, gekannt hat, durchschritten hat, er drückt dies mit ganz menschlichen Worten für uns verständlich aus, dass wir es begreifen können. Aber wie macht das Jesus nun genau? Wie macht er das, uns das Himmelreich näher zu bringen? Wir haben das ja in dem Predigttext gelesen, gehört, und ich weiß nicht, wie es euch ging, vielleicht ist das so ein kleiner Film vorm Auge abgelaufen, und so ist das, wenn Jesus vom Himmelreich erzählt. Er malt uns Menschen Bilder. Er benutzt Begriffe aus der damaligen, aber auch bestimmt aus unserer heutigen Alltagssituation, aus unserer Alltagswelt, um uns das Himmelreich zu begreiflich zu machen. Und so ist es für mich einfach, genial und manchmal aber auch total verblüffend, wie Jesus dann vom Reich Gottes spricht, wie er, welche Bilder er gebraucht. Und wenn man das dann so mal sich durch die Bibel durchschaut, dann begegnen uns eben die Bilder als Schatz im Acker, in einer kostbaren Perle, in einem Fischernetz und ja, auch heute in einem Senfkorn und dem Sauerteig. Und dann denke ich, dann ist es gar nicht mehr so schwer, sich das Himmelreich vorzustellen. Doch schauen wir uns mal gemeinsam die beiden im Predigttext genannten Gleichnisse etwas genauer an. Auch wenn in dem Gleichnis von dem Senfkorn in erster Linie ja der Kontrast zwischen einem winzigen Beginn, wir sehen das, das kleine Samenkorn, und einem großen Ergebnis steht, möchte ich mit euch heute einer anderen Frage nachgehen, die mir in der Beschäftigung mit diesem Text wichtig geworden ist. Und zwar ist das, was passiert eigentlich mit dem Samenkorn, nachdem es ausgesät worden ist? Und ich denke jetzt gerade, das Frühjahr bricht so langsam an. Wir hier oben auf dem Erzgebirgskamm, wir wissen das auch noch ungefähr, wie das funktioniert. Wenn also ein Samenkorn ins Erdreich gelegt wird, was damit passiert? Zuerst, da fängt das Samenkorn an mit Keimen und es bildet seine Wurzeln aus. Und genauso verhält sich das auch mit dem Wort Gottes, denn dafür steht dieses kleine Samenkorn in unserem Gleichnis. Einmal in das Leben eines Menschen hineingelegt, dann bildet es Wurzeln tief in das Leben hinein. Und für mich sind diese Wurzeln, die für sinnbildlich für unser Glaubensleben stehen, Gottes Wort, Gebet und die Gemeinschaft mit anderen Christen. In der intensiven Beschäftigung mit der Heiligen Schrift und in einer lebendigen Beziehung mit Gott, unserem Vater, aber auch in dem Leben mit unseren Glaubensgeschwistern zusammen, da erhält unser Senfbaum den Halt und die Nährstoffe, die er so dringend für sein Wachstum, für ein gesundes Wachstum hier braucht. Und so wichtig und notwendig dieses Ausbilden von Wurzeln ja für die entstehende Pflanze ist, genauso wichtig ist auch das Wachsen zur Erdoberfläche hin. Na, wir können uns das ja vorstellen, das Samenkorn, das kann nicht nur im Erdreich bleiben. Verwurzelt zwar sein, ja, aber wenn es das bleibt, dann geht es kaputt, dann stirbt es. Sondern es muss zur Erdoberfläche dringen. Und so soll es sich auch mit unserem Christsein verhalten. Wir können nicht nur
aus der lebendigen Beziehung mit unserem Gott alleine leben. Die Veränderung, die wir ja gerade durch diese Verwurzelung in Gottes Leben, in unserem Herzen, in unserem Leben spüren, die muss auch Auswirkungen haben für unseren Nächsten. Erst dann wird ja unser Christsein für unsere Familien, für unsere Freunde und für unsere Arbeitskollegen tatsächlich zu dem Baum, von dem wir in dem Gleichnis gehört haben, zu dem sie kommen können und in dem sie wohnen können. Und so wie Jesus bei dem Senfkorn den Fokus auf das Wachsen im Himmelreich legt, so erklärt er uns in dem Gleichnis vom Sauerteig die durchdringende Wirkkraft, die dem Reich Gottes innewohnt. Und diese Wirkkraft, die zeigt Jesus wunderbar für mich in diesen Mengenangaben, die er in dem Gleichnis verwendet. Wir haben das gehört, er spricht von einer kleinen Menge Sauerteig. Ich habe mal in die Gute Nachricht Bibel reingeguckt, dort ist von einer Handvoll Sauerteig die Rede. Und diese Handvoll Sauerteig, diese kleine Menge, die steht einem riesigen Berg Mehl gegenüber. Und jetzt versetzen wir uns doch mal für einen Moment in die Lage des Sauerteigs hinein. Könnte der nicht angesichts der 39 Liter Mehl, denn das sind die drei Scheffel, von denen wir gehört haben, sich nicht unweigerlich die Frage stellen, was soll ich kleines bisschen Sauerteig da schon ausrichten? Und ehrlich, geht es uns nicht selber genauso? Steht uns Handvoll Sauerteig, christlichem Sauerteig, nicht eine riesige Menge Weltmehl entgegen? Da kann man doch als kleine christliche Schar, die wir heute hier versammelt sind, eigentlich nur verzweifeln. Und ja, tatsächlich, wenn man das mathematisch sieht, ist die Sache klar. Punktsieg fürs Mehl. Aber ihr Lieben, jetzt kommt das Entscheidende. Die Mathematik interessiert den Sauerteig nicht. Er geht an die Arbeit. Er wirkt unaufhaltsam in das Mehl hinein. Ja, erst, dann ist das Ergebnis nicht sichtbar. Aber nach und nach verändert der Sauerteig das ganze ihn umgebende Mehl. Wir haben es ja in unserem Bibeltext gerade gehört, bis es ganz durchsäuert war. Der Sauerteig ist sich nach und nach seiner Kraft und Ausdauer bewusst geworden. Und schließlich ist von seiner anfänglichen Verzagtheit, von seinem "Was soll ich da schon ausrichten?" nichts mehr übrig. Und so ist für mich auch das mit dem Reich Gottes. Wenn es erstmal seine Wirkkraft voll entfaltet, dann kann auch das Weltmehl dem nichts entgegensetzen. Dann, ja, dann geschieht Veränderung auch im Großen. Und das sollten wir uns nochmal vor Augen halten, unserem kleinen bisschen Sauerteig hier in unseren Gemeinden auf dem Erzgebirgskamm. Wir haben eine große, enorme Power und Kraft. Wir sind befähigt dazu und kräftig genug, verändern auf unsere Umwelt hinzuwirken. Ja, es mag sein, dass wir vielleicht noch nicht so viel sehen. Vielleicht fragen wir uns tatsächlich, wo ist denn das Ergebnis meines Wirkens in der Familie, bei meinen Freunden, im Arbeitsumfeld? Vielleicht fragen wir uns auch, wo ist das Ergebnis? Wo sind die großen Anstrengungen? Hat sich das gelohnt, letztes Jahr im Sommer die Evangelisation durchzuführen? Wenn wir uns diese Fragen stellen, ihr Lieben, dann schauen wir auf den Sauerteig. Er begreift, dass das Durchsäuern seine ureigenste Aufgabe ist. Er kann ja nichts anderes. Er will und muss durchsäuern. Und dann wirkt er in das Mehl hinein und unaufhörlich, unwiederbringlich. Und noch was ist mir bei der Betrachtung dieses Gleichnisses bewusst geworden. Der Sauerteig, um zu wachsen, braucht er ja dringend Mehl. Er ist darauf angewiesen. Und so soll es auch für uns Christen sein. Jesus fordert uns in diesem Gleichnis ja auch dazu auf die Welt zuzugehen. Bleibt als Christen nicht in euren frommen Gemeindenkreisen.
Seid nicht Sauerteig unter Sauerteig, sondern sucht euch das Mehl zum Durchsäuern. Geht offen auf die Menschen zu, die noch nichts von Jesus gehört haben. Und erzählt ihnen von eurem Glauben, von der Hoffnung, die in euch ist. Gebt das weiter. Und diese Erkenntnis, diese Einsicht, die hat der Theologe Helmut Thielicke wunderbar zum Ausdruck gebracht. Wir sollten uns von Gott einmal den frommen Schwung und die herzhafte Keckheit schenken lassen, uns in die Weltsuppe und in die Weltfinsternis hinauswagen. Wir sollten dort, wo immer wir auch stehen, zu sagen wagen, wer wir sind und was wir glauben. Dann würden wir schon unser blaues Wunder erleben, dass der Herr nämlich recht hat, wenn er von der Kraft des Durchsäuerns spricht. So ist es also, wenn das Reich Gottes anbricht. Nicht in einer schieren Machtfülle mit einem alles überstrahlenden Glanz, sondern im ganz Kleinen, im Unscheinbaren. Dort nimmt es seinen Anfang. Und dann gleicht auch das Himmelreich tatsächlich einem winzigen Senfkorn. Am Anfang ist es kaum zu sehen, kaum zu fassen. Ich kann euch sagen, was es für Mühe gemacht hat, diese einzelnen kleinen Körnel da in die Tüten reinzukriegen. Am Anfang kaum zu sehen und zu greifen, aber es wächst in unseren Herzen. Es wächst nach innen in eine starke, intensive Beziehung zu unserem Vater im Himmel und nach außen hin in eine Hinwendung zu unserem Nächsten. Und das Reich Gottes gleicht dann auch dem Sauerteig. Nach und nach wird er sich seiner Wirkkraft bewusst und verändert die riesige Menge Mehl um sich herum unaufhörlich und unumkehrbar. Ihr Lieben, Jesus malt uns dieses Himmelreich in wunderbaren Bildern und Vergleichen vor Augen, weil er uns helfen will, dieses Reich Gottes besser zu verstehen. Er möchte, dass dieses Himmelreich im besten Sinne für uns alltagstauglich wird. Es soll also nicht nur in unseren Sonntagsgottesdiensten bleiben. Nein, es will unseren Alltag verändern und durchdringen. Dazu ist es da. Und wenn Jesus in seinen Reden vom Reich Gottes erzählt, dann sagt er zu uns, es ist schon mitten unter euch. Es ist mitten unter uns hier. Da ist Reich Gottes. Und ja, es geht auch noch seiner Vollendung zu. Jesus wird eines Tages wiederkommen und das Himmelreich vollenden. Und so sah es auch der amerikanische Evangelist Billy Graham. Er hat mal gesagt, eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben Sie davon kein Wort. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich habe nur meine Adresse geändert. Ich werde in die Gegenwart von Gott gegangen sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.